Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion sieht eine Trennung von Aufsicht und Beratung vor. Und es geht darum, das Ziel zu erreichen, dass wir hier erstens eine schnelle Lösung haben und zweitens mögliche Interessenkonflikte vorbeugen. Und es ist eigentlich ganz einfach, die Beratung erfolgt durch die FQA im eigenen Gebiet und die Kontrolle durch die FQA in einem benachbarten Gebiet. Und es ist relativ einfach, der Kollege hat es vorhin schon gesagt, die Polizei dient hier auch bereits als Vorbild, also rechtlich ist es durchaus möglich. Und meiner Meinung nach haben wir hier auch eine sehr kostenneutrale Lösung, denn für das Nachbargebiet sind die Fahrtkostenaufwände eigentlich zu vernachlässigen. Man spart sich ja auch die Fahrtkosten im eigenen Gebiet dann. So, und jetzt möchte ich ganz kurz auf das eingehen, was wir hier schon wieder hören mussten vom Kollegen Mittag. Da wird wieder uns unterstellt, die AfD stelle die Pflege unter Generalverdacht, meine Damen und Herren. Und das weise ich aufs Schärfste zurück, das ist unlauter, muss ich ganz ehrlich sagen. Worum es hier geht, ist, dass die FQAs, die Aufsicht und die Kontrolle der Pflegeheime geregelt wird und nicht die Pflegerinnen und Pfleger draußen in den Heimen bestraft wird. Darum geht es doch im Kern. Und hier uns diesen Vorwurf zu unterstellen, weist einfach vom Thema weg und zeigt, dass Sie hier jetzt schon bereits in der ersten Lesung mit Ihren Argumenten am Ende sind. Es geht um die Pflegeaufsicht, Herr Kollege. Das haben Sie auch in Ihrem Ihrer Ausführung auch durchaus mal erwähnt gehabt zwischendrin. Und es geht darum, das Handeln von geldgierigen Investoren, die eben zu solchen Missständen führen, zu unterbinden. Und um nichts anderes. Wir schätzen die Pflegerinnen und Pfleger draußen genauso, wie Sie das tun. Und da rückt man auch keinen Millimeter davon ab. Und wenn Sie sagen, es geht hier um Bürokratie, welche Bürokratie entsteht denn? Jetzt sind Aufsichtspersonen unterwegs, die gehen nach draußen logischerweise und schauen sich an, wie funktioniert denn das in meinem Landkreis, in meiner Stadt. Und in Zukunft fahren die halt in den Nachbarlandkreis und schauen sich das da an. Aber es ist halt einfach getrennt zwischen Beratung und Aufsicht. Und es ist ganz einfach. Stellen Sie sich das Beispiel Schliersee vor. Da ist halt nicht mal mit die Aufsicht aus Miesbach zuständig, sondern vielleicht aus Rosenheim oder Tölz oder Münchenland, irgendwas, was in der Umgebung ist. Es ist doch nicht so schwer. So, und was ich erkennen muss, meine Damen und Herren, die CSU, so wie sie es vorgetragen hat, ist nicht willens, jährlich zu kontrollieren, weil da, wo es funktioniert, ist es ja gar nicht notwendig. Ja, wenn ich nicht kontrolliere, kann ich auch keinen Missstand feststellen. Das ist richtig, Herr Kollege. Und Sie sind nicht willens, das Treiben in Schliersee und Augsburg für die Zukunft zu unterbinden. Denn dann würden Sie hier eine gesetzliche Regelung entsprechend vorsehen. Und wegen den 14 Tagen Frist, meine Damen und Herren, das machen wir uns nicht lächerlich, 14 Tage Frist für ein Vergehen, wo es um das Leiden von Menschen geht, wo es um das Leiden von Pflegebedürftigen geht, da muss schnell gehandelt werden und dafür wollen wir auch diese 14-Tage-Frist überhaupt nicht zur Debatte stellen. Und Herr Kollege Kral, Sie haben es wunderbar berichtet, besser hätte ich es gar nicht machen können. Es gab Gespräche, wo alle Fraktionen gesagt haben, diese Trennung zwischen Kontrolle und Aufsicht ist sinnvoll. Sie haben auch alle aufgezählt, bis auf uns, und auch wir haben dazu gestimmt. Aber wir sind diejenigen, die das jetzt in einen Gesetzentwurf packen, die eben Konsequenzen haben wollen und das Ganze auch sanktionierbar machen wollen. Sie sprachen davon, von einem Haus, dass man, wo das Fundament jetzt quasi im Nachhinein erst erstellt wird. Sie zählen aber auf, was alles an Feinheiten noch passieren sollte. Ich sage Ihnen ganz offen ehrlich, bei den Grünen ist mal wieder verkehrte Welt. Unser Gesetzentwurf schafft die Basis und alles andere mit Digitalisierung und so weiter und so weiter. Das können Sie nachher dazu packen oder in den Feinheiten ausgestalten. Ein letzter Satz noch zum Herrn Professor Bauer. Ja, das SOS-Telefon gibt es. Aber das ist ja ein Laborieren an Symptomen. Sie brauchen etwas, was Sie konsequent danach verfolgen können. Und eine Strafbarkeit, eine Nachvollziehbarkeit, das schaffen Sie nur mit einem Gesetzentwurf. Der liegt Ihnen vor und wir erklären es Ihnen auch gerne nochmal im Ausschuss, warum der sehr, sehr sinnvoll ist. Vielen Dank.